nicht gelungen. Weil ich nicht weiß, was sonst passiert, schicke ich ganz gerne die Körperkraft. Damit schaffen wir es. Und zwar, ich habe dann... Bei mir lag aber nicht die 9 eben im Würfel, wenn es lag die 17. Bei mir lag auch eine 17. Also dann hätte ich mich gekullert, weil dann hätte man nachschauen müssen, was mit Lungen mit Zauberzeichen machen. Aber dann wird das Schiff sowas von in Flammen stehen, Freund Nase. Zulamin wird mich nicht an meinen eigenen Füßen aus dem Kapitänskajütenfenster halten, solange bis ich das Schiff gelöscht habe, das ist gut. Dann 16 minus 8. 8? Mit 8, da ich aber nur 7 Punkte generieren kann, behalte ich alle 7 Punkte übrig. Also schon mal gut. Diese werde ich jetzt im Verhältnis 2 zu 1, also dann 3 von 6, und jetzt bitte verfällt, in die Erleichterung der Aktivierungsprobe stecken. Okay, wir haben es fast. Uiuiui. Damit ist die profane Erstellung des Zeichens abgeschlossen. Dann wird der Pentilio, das sind einfach 2/3 der Zeit, so 16, 18 Stunden, irgendwie 2 Arbeitstage. Dann wird Serpentilio am 3. Tage in der Mitte sitzen, wo ein riesiger Saphir irgendwie unten in den Hauptmast eingelassen ist im Unterdeck, und darüber meditieren und Astralkraft in geplanten Abständen hineinspeisen, um halt das gesamte Zeichen magisch aufzuladen. Dies ist eine Probe auf Mut, Klugheit, Intuition gegen meinen Ritualkenntniswert und ist erleichtert um die 3 Punkte, die ich mir gerade aus der Probe geholt habe. Sie ist nicht weiter erschwert. Damit behalten wir alle 15 Punkte übrig. Was bedeutet, das Schiff hat in Zukunft einen Rüstwert von 15 Punkten, plus was es auch immer von Haus aus hat, gegen Feuer. Dann. Und das Ganze kostet mich 36 ASP. Also es kann weiter brennen, aber es verbrennt nicht. Ja. Das Feuer bricht erstmal aus und muss dann erstmal durch den Rüstwert durchkommen, bevor das Schiff anfängt zu brennen. Genau. Ja, mehr sagt das WDA leider nicht darüber. Das ist aber gut. Also es hemmt im Grunde. Es ist keine Feuer. Immunität gegen Feuer, sondern es brennt an der Stelle und bricht nicht aus und verzerrt nicht die Planken. Vermutlich brennt es halt langsamer. 15 Punkte sind viel, aber nicht unendlich. Es reicht, dass ich den ganzen Kram beende. Also, bevor das Schiff Schaden nimmt. Das ist vollkommen in Ordnung. Es wird vermutlich wichtig, wenn irgendwie in die Sphäre reinkommen sollte. Genau, an der Stelle wird es wichtig. Gut. Damit ist das Zauberzeichen erledigt. Dann schlage ich bei Voltax auf. Ja. Ah, Voltax. Ich bin gerade mit einigen Materialien am Ende meiner Ideen, wenn ihr so wollt. Und meine Finanzen, ohne dass ich die Kapitania noch anpumpen möchte. Ich muss mich konzentrieren. Diese Seelenreise ist nicht so leicht zu lernen, wie ich gedacht habe. Aber ja, wie kann ich euch helfen? Auf der Seite, dann will ich euch möglichst schnell wieder aus dem Bad verschwinden. Habt ihr vielleicht einige Bernsteine zur Hand? Nicht direkt. Ich habe meinen Dolch, den ich aus Bernstein gefertigt habe. Aber ich könnte einen anfertigen. Je nachdem, wie er denn aussehen soll und welche Kapazität er denn braucht. Oh, sagen wir etwa Daumen groß, oder das andere ist nicht so wichtig? Nun, ja, das ist in Ordnung. Welche Form, welcher Schliff? Auf die Verformung verstehe ich mich glücklicherweise von selbst. Ihr vergesst, ich bin Objektmagier. Nun gut, das ist mir persönlich gleich. Ich kann ihn in jeder Form erschaffen, von daher wäre es einfacher, wenn ihr mir direkt die Form nehmt. Nun, da etwas hinein muss, ist die Form leider irrelevant. Nun, was soll ich eingießen? Ich habe es noch nicht gefangen. Ich suche eine Preisanbieterin. Nun, dann solltet ihr vielleicht in der Stadt... wisst ihr, wo die Obsthaine sind? Im Süden, nicht wahr? Genau. In der Tat habe ich dort 1, 2, 4, 5 verschiedene Insektenarten gesehen. Bestimmt sind dort auch Preisanbeterinnen zu treffen. Ich würde fast darauf wetten. Die mögen nämlich den süßen Saft, der aus den Äpfeln hervortritt. Vielen Dank. Oh, wo wir dabei sind. Ihr habt nicht zufällig in eurer Tasche dort eine Handvoll Karniole? Kleine wären ausreichend. Ich krame mal einen hervor und drücke ihn dir in die Hand. Aber nicht alles auf einmal ausgeben. Danke. Wann denkt ihr, kann ich den Stein von euch abholen? Den Bernstein? Ich würde sagen, in 3 Tagen. Es braucht etwas Zeit. Danke sehr. Würfel mal eine Gassenwissenprobe, Serpentilio. Ich bin nicht völlig unfähig in Gassenwissen. So, ich gebe dir dabei mal eine Kristallzucht.
Ich habe ja die Talentspezialisierung darauf. Also Bernsteinschneider, ne? Genau, das ist eigentlich bei Feuersteinbearbeitung mit drin, aber ich denke, Kristallzucht passt hier als Talent besser, auch wenn ich in der Feuersteinbearbeitung doppelt so gut bin, aber ja, ist egal. Du bist gerade auf dem Weg in Richtung Süden, hast gerade das Schenken und Effortviertel irgendwie ein bisschen verlassen und gehst so ein bisschen in Richtung des zerstörten Hesinde-Tempels. Da siehst du, wie Priodur dir entgegenkommt, der wohl gerade in seiner Hand eine große Priosanbeterin auf seinem Finger trägt. Nein. Hallo, Priodur, kann ich dann einen Sekt haben, um damit eine Blackgeratsbeschwörung zu machen? Nein, okay, ich gehe wieder. Ciao. Und dann, eure Ehren? Euer Gnaden ist die richtige Ansprache, aber nun gut. Sicher doch. Serpentilio, was kann ich für euch tun? Mir darf ich nicht einfach so an diesem schönen, sonnigen Tag mit euch über Parios Gnaden sprechen? Nun, ihr dürft schon. Es ist etwas ungewöhnlich für einen eurer... Bei der Predigt Zunft? Hast du ihn nicht gesehen. Bei der eurer Zunft? Wo wart ihr bei der Predigt? Wir arbeiten. Ihr versteht, die Kapitania gibt mir nicht sehr viel Freizeit dieser Tage. Nun, das ist keine Ausrede. Dafür ist immer Zeit. Ich werde es bei Gelegenheit mit der guten Frau aufbringen. Nun, ich fragte mich nur, was ihr über das Verhältnis zwischen der schwarzen und der weißen Gilde in unseren zeitgenössischen Tagen haltet. Schließlich ist der Convocatus hier sehr um die Angleichung der Beziehungen bemüht. Nur, wie ich es von der Seite der Bruderschaft der Wissenden erfahre, scheint man in Gareth einer solchen nicht gewillt zu sein. Wisst ihr vielleicht, was da los ist? Nun, der Convocatus der Weißen Gilde ist ein respektabler Zwerg, aber nun ja, es ist Magie. Ich stehe der Magie wohlwollend gegenüber, ganz im Gegensatz zu meinen Brüdern. Aber ich glaube nicht, dass etwas Gutes erwächst aus der Zusammenarbeit aller Gilden, insbesondere der Bruderschaft. In der Tat haltet ihr die Spaltung der Gilden also für etwas Positives. Dies ist ein seltener Ansichtspunkt. Nun. Priodur, dir fällt auf, Serpentilio steht immer mal wieder zu dieser Gottesanbeterin, die du auf deinem Finger trägst. Was ist das Gefühl, er ist kurz davor, dich anzufallen. Nun, ihr interessiert euch für dieses göttliche Geschöpf? Ein sehr prächtiges Tier. Mir war nicht bewusst, dass die Kirche des Priors es als seine Geschöpfe anerkennt. Nun, es trägt seinen Namen in seinem Namen. Und so ist es natürlich auch eins seiner Geschöpfe, wie alle Tiere seine Geschöpfe sind. Manche mehr, manche weniger. Eine sehr allumfassende Ansichtsweise. Ihr werdet euch nicht zufällig bereit, euch von dem Insekt zu trennen. Was habt ihr damit vor? Ich würde dir es gerne in einen Bernstein gießen. Jetzt muss ich gerne mal eine Menschenkenntnis würfeln. Ja, man, das tut ernst. Ja, ich weiß, aber mein Charakter weiß nicht. Deswegen würde ich gerne würfeln, wenn du erlaubst. Ja, klar, mach. Machst doch Werte für Brei, oder? So, ja, genau. Ich würfel mal 3W20, keine Ahnung. Guck wieder gleich mal nach. 20. Oh. Nun, ich dachte mir, wenn ich, nachdem diese ganze leidige Sache endlich vorbei ist und ich meine Magierschaft ablegen werde, dass die Priorskirche mich vielleicht wohlwollender aufnimmt, wenn ich ein solches Relikt von meiner Reise mitbringen kann. Hm? Nun. Denn wisst ihr, diese ganze Schwarzmagier-Sache ist mir doch arg zuwider. So. Nun, aber ihr könnt auch nicht von der Hand weisen, dass die Talente, die ich mir angeeignet habe, von großem Nutzen sind, gerade im Kampf gegen die Heptarchen und die Dämonenfürsten. Nun, mir scheint, ihr seid ein williger Sünder, ein reuiger Sünder. Nun nehmt dieses Geschöpf des Prahles, damit es euch zu Diensten und zu Willen ist. Aber habt vielen Dank, eure Gnaden. Ich hoffe, dass wir uns am Ende all diesen Sterbens wiedersehen werden. Zu besseren Tagen. Priors, möge über dich wachen und dein Tun.
Zwei Stunden später stirbt diese Gottesanbeterin einen grausamen Tod in diesem Laboratorium von Beutax. Sie dient als Würzkristall. Moment. Ich werde ja die Gottesanbeterin in den Bergsteiner. Tatsächlich richtig. Wenn Beutax sowieso wechseln lässt, bringe ich sie einfach gleich zu ihm. Ja, genau. Ich hätte das jetzt über harte Schmelze, war ich jetzt sehr stark gemacht. Nee. Aber das ist natürlich viel cooler. Man weiß nicht genau, ob Insekten Schmerz spüren können, aber es wird trotzdem ein sehr grausamer Tod, wenn dieses Ding den Schmerzen spüren könnte. Ich würde mir ja für diese dreiste Lüge das Frifflein mal aufschreiben, wenn ich nicht schon eins hätte. Ich will die strafen. Das war super. Freude von Graunig ist einfach ein bisschen naiv. Aber was erwartet man, wenn man mit Travigor, dem Gänseritter, umherzieht, dann... Ja, wenn man einen Patzerwürfel, dann verkackt man einfach. So ist das. Ja, ich gieße dann besagte Gottesanbeterin in den Bernstein und füge natürlich noch einen schönen Schliff hinzu und dann kommt natürlich mein Insignium mit rein. Denn es ist ja ein von mir hergestelltes Kunstwerk und entsprechend bekommt sie schaut jetzt... Sie schaut dich aus ihren Augen sehr traurig an. Es ist mir egal. nach einer Woche seid ihr mit euren Vorbereitungen. Ich bin immer noch nicht fertig. Moment, ich auch nicht! Genau. Du kommst ja heute nicht mehr weg, Frosty. Wir haben noch ein paar Sachen auf der Liste. Richtig. Dann mach erst eine Runde mit den anderen. Okay, dann Sepetilius durch. Wir gehen wieder nach ganz oben. Zulamin. Ja, Zulamin hatte ja noch ein Date mit Midas, aber ich glaube, das ist im ersten Versuch einfach geplatzt. Weil sie hatte vor, nach der Rede in den Raya-Tempel zu gehen, aber alle Leute wollen was von ihr und das ist ein unglaublicher Trubel. Und wir vereinbaren dann einen neuen Termin und ich weiß nicht, ob noch am gleichen Abend, vielleicht auch erst ein paar Tage später, treffen wir uns auf dem Dach des Raya-Tempels bei Sonnenuntergang wieder. Es stehen noch so ein paar Gerüste, denn da wird ja noch gebaut und so. Ja, zwei Tage nach deiner Rede könnt ihr euch dann dorthin setzen und dem Sonnenuntergang im Hafen zusehen. Midas trägt tatsächlich eine thulamidische Tracht und an dieser Stelle nicht die formelle, die er auf dem Schiff und während der Konferenz mit Abelmir und Rabenmund getragen hatte, sondern eine relativ simple Pluderhose und in thulamidischem Stil eine Weste und ein offenes Hemd. Ah, wie ich sehe, habt ihr euch schon eingelebt. Es ist doch die Art und Weise, wie man hier Umgang pflegt, nicht wahr? Und es ist deutlich angenehmer, gerade als die angestaubten Roben aus dem Mittelreich. Insbesondere, wenn wir uns auf dem Dach treffen. Ein wunderschöner Ausweg. Ja, ich dachte mir, wir würden wenigstens hier oben ein wenig Ruhe finden. Nun, wohlgedacht und... Seht auf den Hafen, die Schiffe, das Licht, das sich auf der See spiegelt. Das ist, man könnte fast denken, es wäre so ruhig. Ja, für den Moment. Nun, es freut mich, dass ihr Zeit für mich gefunden habt. Ich habe noch etwas für euch und er zieht sich den Ring, den er am Finger trägt, einen sehr kunstvoll gefertigten Ring ab. Lässt ihn einmal in der Hand kreisen und dreht ihn dann Zulamin zu. Ich denke, ihr habt mittlerweile in Erfahrung gebracht, wem der Ring gehört, den ihr am Finger tragt, nicht wahr? Es tut mir sehr leid, aber ich fürchte nicht. Ich konnte sein Rätsel nie entschlüsseln. Nun, dann behaltet ihn noch ein wenig und dieser Ring verbleibt an meinem Finger, zumindest bis ihr dieses kleine Rätsel, das ich euch aufgab, gelöst habt. Der Fuchs wird sicherlich über euch wachen. Nun, ich denke, das ist ein Verhandel. Nun, aber ihr wolltet etwas über eine Liturgie erfahren, nicht wahr? Ja, es ist wahr. Lasst uns zuerst das Geschäftliche besprechen. Eine Liturgie, natürlich. Ja, um einen Geist, einen sehr gefährlichen Geist, dorthin zu schicken und wo er nicht zurückkehren wird. Ins Totenreich. Ja, ich wünschte, ich könnte ihn in Borons Hallen schicken. Aber ich habe die Befürchtung, dass er dort nie ankommen wird. Es sei denn, die Liturgie, die man euch gelehrt hat, kann das sicherstellen.
Sag mir, Zulamin, von wem sprechen wir? Es scheint sich um einen Paktierer zu handeln. Zulamin schweigt einen sehr langen Augenblick, wobei sie hinaus aufs Meer und die untergehende Sonne schaut. Und dann meint sie, Emiona von Zorgan. Ich dachte, sie sei... Ja, das dachte alle. Doch sie war noch... Sie ist noch... aktiver, als es uns lieb ist. Dann zieht sie die Fäden, so wie ich sie einschätzen würde. Aus dem Verborgenen heraus. Ihr tut gut daran, diesem Problem Herr zu werden. Ansonsten könnte es euch nun von hinten erdolchen. Wir wollen versuchen, sie zu überlisten. Aber sie ist selbst eine Meisterin in diesem Spiel. Nun, einer List bin ich immer gewillt, zu helfen und Unterstützung anzubieten. Erzählt mir davon. Wie gedenkt ihr vorzugehen? Und... wie kann ich euch unterstützen? Habt ihr je vom Lustgürtel von Rayas Widersacherin gehört? Ein Teil des Frevlergewands? Ja. Nun, ja. Demiona hat zum jetzigen Zeitpunkt guten Grund zu der Annahme, dass er sich in meinem Besitz befindet. Dies ist nicht der Fall, wie ich euch versichern kann. Aber, nun ja, wir wollen eine Replik des Gürtels als Falle konzipieren. Selbst wenn er sich in eurem Besitz befände, ihr seid so stark, ich glaube nicht, dass ihr auch nur im geringsten Gefahr laufen würdet, von diesem Gürtel verdorben zu sein. Dennoch macht mein Herz einen Satz, wenn ich höre, dass dem nicht der Fall ist. Und eine derartige Replik, nun, das dürfte sie tatsächlich aus der Versenkung hervorholen und ins Licht ziehen, denn das ist etwas, wonach sie sich verzehren mag. Ein guter Plan. Wir wollen uns dumm stellen und ihr den Gürtel sozusagen auf dem silbernen Tablett servieren und sie bitten, ihn bewahren neben dem Splitter, zu dem sie jetzt in diesem Augenblick Zugang hat. Dann handelt es sich um Eleonora? Denn in der Tat. Verstehe, dann ist Eile geboten. Es könnte wahrhaft gefährlich werden, wenn diese Person weiterhin Kontrolle über, nun, diese Lande hier ausübt. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was... Nein. Ihr müsst schnell handeln. Ich denke, das ist das Wichtige. Gut, was also schlagt ihr vor? Nun, ich kenne eine Liturgie, die sich mit einem Geist annehmen kann. Ein alter Freund, ein Brunnengeweihter, hat sie mir, wie gesagt, im Nachgang eines Ghoul-Vorfalls beigebracht. Aber wie soll sie euch helfen? Ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht ganz. Nun, der andere Teil ist Aufgabe der Magier. Am Ende des Prozesses wird Demionas Geist entweder frei werden oder in dem Gürtel gebunden sein. Wie gesagt, wir haben ihn als Falle konzipiert. Und wenn es soweit ist, dann müsste sie ein dankbares Ziel sein für jede Art von Liturgien, die den Geist eines Toten zur Ruhe betten. Nun, in dem Fall kann ich euch tatsächlich helfen. Es ist eine Liturgie, die, ich glaube, ursprünglich aus dem alanfanischen Boros-Ritos stammt, aber... Wie heißt sie? Es ist ein Bannfluch. Wartet, ich werde euch erklären, wie sie funktioniert. Er rutscht ein bisschen näher an sie und flüstert ihr dann leise ins Ohr. Mit dieser Liturgie könnt ihr wahrlich einen Geist entschwören und nun... auf seinen Weg ins Totenreich vorbereiten. Ob er am Ende zur Rettung der Seelenwaage kommt, das kann die Liturgie nicht vermachen. Nun, aber ihr müsst wissen, sie muss mit großer Bedachtheit gesprochen werden, denn dieser Bannfluch ist stark. Seid ihr bereit?
erfahren, wie dieser Bannfluch funktioniert? Gewiss. Nun, ich bin kein Bohrengeweihter und mein Gott ruft für alles einen Preis auf und alles hat seinen Preis und damit würde er Zulamin küssen. Dagegen hat Zulamin ganz und gar nichts einzuwenden, denn Zulamin und Midas waren schon immer gut, das Geschäftliche mit dem Angenehmen zu verbinden. Ich denke, ich kann euch nun in diesen speziellen liturgischen Brauch einweisen. Und dann würde Midas damit beginnen, ihr zu erklären, wie die Liturgie funktioniert, was sie rezitieren muss, inwiefern sie das eventuell reihergefällig abändern kann, also welche Kräuter sie verbrennen muss und dass es vielleicht an ihrer Stelle sinnvoll wäre, Reiherlieb zu verbrennen und eben nicht den bohrengefälligen Lotusweihrauch und so weiter und so fort. Nach einer Stunde könnt ihr sehen, dass neben euch auf einem weiteren Dach Mendarion sitzt und entweder euch zuguckt oder auch dem Sonnenuntergang. Ban Paladin, Telor. Hallo. Elf. Wir haben uns kurz gesehen auf dem Schiff. Oh ja, ich konnte den Gestank eurer Kabine nicht ertragen. Nun, ihr müsst mir verzeihen, er ist hin und wieder etwas übereifrig mit dem Weihrauch. Oh, da bin ich mir sicher. Normalerweise gehe ich nicht in solche kleinen Räume. So ein Zufall, wir sprachen gerade vom Weihrauch. In der Tat. Mendarion, nun, ihr habt doch sicherlich eine breite Kenntnis verschiedener Pflanzen und deren Verwendungen, oder? Ja. Das ist hervorragend. Nun, wir sprachen gerade darüber, etwas Wohlriechenderes zu verbrennen. Etwas, das nun einen angenehmen Duft hervorruft, das der Göttin, der Zulamin dient, der Göttin der Schönheit, wesentlich angebrachter wäre. Hättet oh, das ist einfach. Eine Idee? Da gibt es vieles von. Bitte. Bitte aus. Darauf fehlt leider die Kenntnis von Dingen, die sich wohlriechend verbrennen lassen. Ich nehme an Rosmarin und Lavendel oder so. Ich vermute, dass Elfen gar nichts verbrennen, aber... Mendarion zählt deine Liste auf. Die nächste Stunde könnt ihr ihm zuhören. Nichts davon wächst hier in der Nähe. Oh, der benutzt ein paar elfische Begriffe, die ihr nicht kennt. Möchte noch jemand irgendetwas in den 7 Tagen tun? Ja. Dann mach du mal. Wenn ich in den Abendstunden Zeit finde, in denen man sowieso nicht mehr arbeitet, werde ich die Bücher durchwühlen, die wir aus Elberum geborgen haben. Ich suche den wahren Namen des Gurgulum. Würfel eine Hauswirtschaftsprobe. Hauswirtschaft, okay. Ihr habt nicht so viele Bücher, aber wenn dir das später... Wir haben dir die Bücher speziell nach dem ausgewählt, was interessant sein könnte. Ja, ich weiß. Ist das ein Handwerk? Es ist eine ganze Bibliothek, die ihr plündern müsst. Und ihr habt nicht mitgenommen. Ihr habt nur einen Wagen oder sowas mitgenommen. Richtig, richtig. Nur die plus 2. Ja, dann findest du einen wahren Namen mit der Qualität 1. Okay, okay. Reicht mir. Danke, nehme ich, lerne ich. Dann, fertig, aus. Danke. Nächster. Oh nein, ich bin noch nicht fertig. Rafim hat sich im Mut. Aber ganz, ganz am Ende treffe ich mich dann mit Diamantes zu Rafim! Ich mache etwas, was vielleicht wenig sinnvoll ist, was ich aber gut finde. Ich möchte gerne Miras Rüstung weihen. Rüstung weihen? Von Mira. Von dem Bär. Okay. Was soll das da rein? Das ist ein Eisbär aller Zeiten. Mira trägt ja eine Rüstung, habe ich ja Eisinger abgeschlagen. Ja, das ist richtig. Und die möchte ich. Im Prinz kann die eigentlich doch nur über die Objektweihe weihen, ne? Indem ich da eine Liturgie reinspreche, richtig? Du musst die Liturgie nicht reinsprechen, du kannst auch so ein Objektweihe machen, aber ja. Aber du kannst außerdem auch ein Objekt Segen sprechen, aber da ist die Wirkungsdauer vermutlich zu kurz. Aber im Prinzip macht es keinen Unterschied, ob ich da jetzt eine Liturgie reinlege oder nicht, oder? Nur Karma-Kosten. Richtig, du musst halt das Karma für die Liturgie, die du reinsprichst, auch mit aufbringen. Also so ein schwarzes Fell oder... Der über Schlachtfeld schreitet von Mira aus. Ein schwarz-weißes Fell für Mira? Ich überlege mir noch, welche Liturgie ich da reinballer, aber das würde ich jetzt. Gut. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Diamantes? Du willst den Gürtel weitermachen, ne?
Schneidern oder Lederarbeiten. Sorry. Ja, ich habe Schneidern und Lederarbeiten beides gesteigert. Ich hatte gehofft, ich hätte dafür länger Zeit. Aber, wir können da doch sicherlich eine Sammelprobe draus machen. Ich mache Würfel jetzt ein paar und nächste Woche. Sammelproben sind immer besser. Ja, nichts genau, bereichert das Spiel gut. So stark wie Sammelproben. Am besten 10 Stück hintereinander. Ich habe gehört, das ist so gut in Abenteuern. Da hat das jemand ist gutes die, Abenteuerdesign. Da hat ja, jemand die D&D-4-Schule des Encounter-Designs gestudiert, ja. Und nicht verstanden. So, ja, ich habe Lederarbeiten und Schneidern. Soll ich beides einmal würfeln? Einmal oder? Bitte, ja. Ja, ich bekomme da beides ein 2 Punkte Bonus drauf durch Fälschern, weil ich eine Fälschung anfertigen möchte. Ich dachte eben, das wäre die Probe von dir, aber es war nur Rafim. Ist trotzdem gut. Mein Chippy verbrannt. Just for the books. Du hast ihn benutzt, meinst du? Ja, sorry. Nicht verbrannt. So, und Lederarbeiten, mal schauen, wie wir die... Ich könnte einmal Glück verwenden. Da würde... Die 18 ist nur die auf Klugheit. Klugheit. 5. Ja, damit habe ich 10 Punkte bei der Lederarbeiten und 7 Punkte im Schneidern. Das sieht schon mal gut aus. Also schwarzes Leder, schwarzer Stoff, gut zusammengeschnitten, gut miteinander zusammengebracht über irgendwelche Nieten. Und das ist noch nicht so das Letzte, aber das ist eine richtig gute Ausgangsbasis. Und damit kannst du dann die nächsten Tage weiterarbeiten. Vielleicht auch mit der Hilfe von Zulamin, die weiß, wie solche Gürtel aussehen könnten.